Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr nachts Challenge, die ihr diesmal vorgeschlagen habt. Ja, ihr habt das so oft in die Kommentare geschrieben, da dachte ich mir, okay, ich sollte das vielleicht mal machen. Alter! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Leute, ich muss hier mal raufdrücken, ne? Was ist das hier? Immer wenn ich gefühlt 3 Uhr sage oder irgendwie darüber rede, passiert sowas. Das ist nicht mehr... Alter, ich wollte mich gerade zusammenreißen oder nicht komplett durchdrehen, weil wir es noch nicht 3 Uhr haben. Aber ich rede allein über das Thema und trotzdem passiert das. Wenn ihr meint, dass es verflucht ist, macht mal jetzt gerne unten Geister-Emojis unten rein. Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr ganz genau, dass das Ding immer am Rumspinnen ist. Zurück zum Thema. Die Challenge von euch war auf jeden Fall, ich soll um 3 Uhr nachts Wednesday schauen, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Und das machen wir nicht nur an irgendeinem Tag, sondern dann beginnt ja schon der neue Tag. Und das, Leute, ist Freitag, der 13. Und wenn ihr Wednesday kennt, dann wisst ihr, dass sie auch an einem Freitag, den 13. geboren worden ist. Sehr spooky. Und ja, sowieso soll der Tag ja ziemlich verflucht sein. Also ich glaube schon, dass irgendwas passiert. Das war wahrscheinlich schon das erste Zeichen dafür. Keine Ahnung. Aber ja, glaubt jemand von euch an Freitag, den 13. oder ist jemand von euch mal was Seltsames am Freitag, den 13. passiert? Irgendwas, was euch keiner glauben kann? Das schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, Leute. Es ist mal wieder Zeit für eure spooky Stories. Jedenfalls ist es ja noch nicht 3 Uhr. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich muss mich erstmal vorbereiten, Leute. Wir haben es jetzt, um genau zu sein, 18.17 Uhr. Also ich muss jetzt gleich losgehen und zuerst mal einkaufen. Wir brauchen richtig leckere Snacks. Neues Jahr, neue Snacks, keine Ahnung. Wir finden es auf jeden Fall raus. Und mal gucken, ob ich irgendwas Leckeres zu trinken finde. Irgendwas anderes, was mich noch beschäftigen wird. Und mein Plan ist auch noch, ein bisschen was zu zocken, damit ich schnell die Stunden rumbekomme. Weil da vergesse ich schnell die Uhrzeit und so. Und ich werde wahrscheinlich viel Cola trinken müssen, weil damit ich wach bleibe. Lasst mich mal unbedingt jetzt mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr Bock habt, wieder auf ein spooky Sunday, was so richtig spooky sein wird. Also... lasst unbedingt einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, ihr habt da richtig Bock drauf. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los einkaufen und dann sehen wir uns um kurz vor 3 Uhr nachts wieder. Ich bin also einkaufen gegangen und das erste, worauf ich gestoßen bin, das wollte ich euch mal eben kurz zeigen, war super viel Valentinstagzeug. Ist das jemandem von euch auch aufgefallen? Jedenfalls, wer keine Lust hat auf so viel Liebe, für den gab es auch auf jeden Fall richtig viele Ostersüßigkeiten. Hallo, wo ist bitte die Zeit hin? Wir haben noch gar kein Ostern. Wir haben gerade mal 2023 angefangen, Januar. Bitte nein. Ich habe es geschafft, so lange wach zu bleiben. Wir haben es jetzt kurz vor 3 Uhr und ich würde sagen, die Challenge kann endlich beginnen. Und Fluffy ist auch am Start. Wie kann man so aktiv sein um die Uhrzeit? Kannst du mir das mal erklären? Ich brauche dafür Cola. Du bist einfach schon so aktiv. Sie liebt es einfach, auf den Arm genommen zu werden und ja, deswegen springt sie mich immer an. Richtig lustig, aber sie ist einfach so ein wandelnder Flummi voller Energie. Und sie verfolgt mich echt überall hin. Danke für deine Unterstützung, Fluffy. Dankeschön. Ja, du kleiner Geist. Oder auch Schaf. Ich weiß nicht, kann man so oder so sehen. Ich hoffe, du machst den anderen Geistern hier heute Nacht Angst. Kannst du sie verschrecken, bitte, für mich? Mit deinem Flausch? Jedenfalls war ich ja, wie gesagt, einkaufen, Leute. Und ich zeige euch mal eben, was ich mir geholt habe. Ganz, ganz schnell hier jetzt. Ich habe hier neue Chips gefunden. Hatte ich die schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall hier was Neues gefunden. Es steht sogar neu dran. Hier, Leute, das hier. Auf jeden Fall habe ich auch noch englische Süßigkeiten. Yes. Und ich habe hier neues Trinken, Leute. Neue Fanta. Grandma Check Deck ist auch am Start, weil die darf nicht fehlen. Die brauche ich auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, welche Folge ziehe ich mir rein, Leute? Weil eigentlich habe ich die Serie schon gesehen. Habt ihr die Serie gesehen oder noch gar nicht? Welche Folge fandet ihr am gruseligsten? Ich glaube, das Beste wäre, die erste Folge zu gucken, oder? Weil damit startet ja alles. Und ihr meintet ja, ich soll Wednesday gucken. Und ich glaube, die erste Folge, oder? Also damit kann man nichts auf jeden Fall falsch machen. Und wir haben es ja jetzt offiziell Freitag, den 13. Wenn ich schon wieder dran denke. Und nein, ich nehme nicht das Geburtsdatum von Jenna Ortega, Leute, sondern von Wednesday, okay? Die Figur Wednesday. Es geht um sie, nicht um die Schauspielerin. Fluffy hat es richtig gut. Sie hat so ein Prinzessinnenbett und ihre saure Gurke liegt hier drin. Dieses Gürkchen. Voll lustig. Und hier ist Wednesday direkt. Ja, ich finde das Bild irgendwie voll cool. Ich weiß auch nicht, so spooky, aber ich liebe auch ihren Style in der Serie, weil ich kenne schon Addams Family und so weiter,
Aber da gefällt sie mir, also Wednesday, wirklich am besten. Leute, Freitag der 13., 3 Uhr. Jetzt kann's losgehen, Leute. Oh mein Gott, ich habe Angst. Warum habe ich Angst? Mir fällt gerade auf, sie ist ja voll so dunkel angezogen und so. Ich mag ihren Style in der Serie irgendwie voll gerne. Und da hat man selber Lust, irgendwie so einen Style auszuprobieren. Aber da fällt mir wieder ein, dass ich doch zu sehr bunte Farben mag. Außer heute. Heute bin ich komplett dunkel auch angezogen, passend zum Thema. Aber normalerweise bin ich eher so mehr wie Enid in der Serie, muss ich schon sagen. Also, ja, aber so eine BFF zu haben, die so ist wie Wednesday, oh mein Gott, das könnte ich mir so gut vorstellen, Leute, ehrlich jetzt. Also, ja, diese Sätze müssen jetzt nicht unbedingt sein, solche creepy Sätze, ne? Das würde mir dann auch ein bisschen Angst machen. Aber so, ja, vom Style her, so das Gegenteil von einem, könnte ich mir auch voll gut vorstellen als beste Freundin oder so. Also wenn die beste Freundin so einen Style hat, wäre voll nice. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie passt es wieder. Es ist so verschieden, dass es wieder passt. Findet ihr nicht? Das ist so wie Tag und Nacht. Kann ich Wednesday in Lieb als beste Freundin bitte haben? Ich wünsche mir nur so eine beste Freundin. Direkt schon am Anfang, das erinnert mich so sehr an die verfluchte Nummer. Die verfluchte Nummer hat genauso geredet wie Wednesday. Und ich wurde gedisst von ihr. Ich würde sagen, wir machen kurze Pause hier und zwar für Beckys Candy Challenge. Probieren wir die erstmal hier aus. Ich bin super gespannt, wie die hier schmecken. Diese süßen Brezeln hier. Kirsche, Orange, Apfel und Zitrone. Probieren wir erstmal rot. Hey, ich dachte, die sind ein bisschen härter. Ich dachte, die sind so wie diese Erdbeeren. Kennt ihr die Erdbeeren oder die Schlümpfe? Ich mag zwar diesen künstlichen Kirschgeschmack meist nicht, aber die schmecken echt sehr lecker. Leute, ich sehe hier gefühlt nur Orange und Gelb drin. Was ist das denn? Wo ist mein Rot und mein Grün? Wenn ich so esse, ne, und das manchmal nebenbei sehe, wenn ich mein Video bearbeite, dann denke ich immer, warum esse ich wie so ein Pferd? Ich kau wie so ein Pferd. Schmeckt das überhaupt nach Apfel? Und jetzt kommen wir mal zu diesen Lachgummis Sauerstars. Oh. Schmeckt so hart nach Zitrone. So sauer. Hier, greif zu. Einmal eine Hand rein. Jetzt alle bestimmt so in den Bildschirm so, gib mir. Sorry, Leute, ich würde es euch gerne wirklich geben, aber ich brauche euch hier, okay? 3 Uhr nachts zum Film gucken. Kuchenzeit. Hier gibt es einfach mal Gummibärchen, die nach Erdbeertorte schmecken. Apfelstrudel. Schwarzwälder Kirschtorte ist nicht so meins. Boah, das andere ist so hell, das kann ich nicht lesen. Himbeer-Berliner und Orange-Rübli-Kuchen. Oh mein Gott, das riecht nach Kuchen. Himbeer-Berliner. Boah, das ist weird. Das schmeckt wie so ein fettiger Berliner. Warum schmeckt das so fettig? Das schmeckt so nach Frittier. Erdbeer-Biskuit-Rolle. Wir haben diesen Kuchengeschmack da reinbekommen. Aber es schmeckt wirklich wie Kuchen. Probieren wir mal die Fanta hier aus. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Seit wann schmeckt das so wie frisches Obst? Habe ich irgendwas verpasst? Leute, ich sehe gerade, ich habe Orange mitgenommen. Oh nee, ich mag Orange eigentlich nicht. Also voll viele Engländer mögen normalerweise irgendwie Schokolade mit Orange. Ich gehöre zu denjenigen, die es nicht mögen. Das ist so wie bei Marzipan, finde ich, hier in Deutschland. Kennt ihr diese Kekse mit diesem Glibberzeug drauf in Orange? Das, Leute, ist dieser typische Orangengeschmack, den ihr überall gefühlt in England findest. Das schmeckt mir gar nicht. Das war's auf jeden Fall mit Beckys Candy Challenge. Schalten wir zurück jetzt zu Wednesday. Übrigens wurde ich super oft gefragt, Becky, für wen bist du eigentlich? Team Xavier oder Team Tyler? Ich weiß, ganz viele shippen mehr Tyler mit Wednesday, aber ich bin Team Xavier. Also, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, für wen ihr seid. Lasst es mich mal gerne wissen. Da ist jemand am Schlafen. Super müde.
Leute, was ist das? Oh mein Gott, das Licht! Leute, es kann nicht einfach so an- und ausgehen. Ey, spukt das hier oder was? Auf einmal fängt es an, richtig gruselig zu werden. Wo es auch in der Serie ziemlich creepy wird. Das kann nicht an- und ausgehen, einfach so. Das kann nicht einfach... Leute, was ist das? Das ist der Fernseher! Was ist das denn? Oh Gott, das ist gruselig! Erst das Licht, jetzt das? Was ist das? Leute, was war das? Das ist zum Glück ausstehen. Was war das denn? Leute, mich ruft anonym an! Das ist schon wieder das Cello. Die weiß doch niemals, dass ich gerade das gucke, oder? Warum ruft die mich an? Leute, was ist das wieder? Ey, das ist nicht mehr lustig. Das ist einfach gruselig. Das ist nicht mehr lustig, nein. No way, wer klopft hier? Wer ist jetzt hier und will was von mir so spät? Ist so spät vor der Tür. Hier liegt eine Box. Ist das für mich? Warum liegt hier schon wieder was vor meiner Tür, Mann? Das ist nicht mehr lustig. Wer steckt dahinter? Steht auch kein Name dran. Leute, soll ich die Box öffnen? Von wem ist sie schon wieder? Alter, ich habe keinen Bock auf Geschenke. Nee, Mann. Das ging nie gut. Aber das ist schwarz. Komplett schwarz. Also lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich das öffnen soll. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Steckt die neue verfluchte Nummer hinter? Und gerade eben wurde ich ja angerufen. Es passierten merkwürdige Sachen.